Peace, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Es ist mitten in der Nacht und wir reagieren heute auf lustige Fußball-Fails, Skills und Tore. Part 12. Wenn ihr Part 13 sehen wollt, dann reagiere ich da drauf. Ihr müsst nur einen Daumen nach oben da lassen. Ihr wisst Bescheid, die 1000 Likes sind immer das Ziel. Und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wir gehen rein ins Video. Digga. Wie geil war das denn? Olle. Bro, sie hat sich fast die Beine gebrochen. Entspann dich. Du hast einen Tunnel kassiert. Du musst dir nicht direkt die Beine brechen. Guck sie dir nochmal kurz an. Wie sie dann ins Stolpern kommt. Ups, ups, ups. Oh Mann, ey. Die Arme, die wurde hochgenommen. Die wurde so hochgenommen, die Arme. Das krank. Boah. Der Dicke da, ne, der haut immer solche Dinger in den Winkel. Das ist so krank. Also Schusstechnik hat nichts mit Gewicht zu tun, Freunde. Das seht ihr immer wieder. Digga, bist du wahnsinnig? Wie lässt der den denn über seinen Schlappen rutschen? Bruder. Ey, also diese Schüsse gerade komplett verrückt, ne? Also, die ersten 51 Sekunden. Ronaldinho hat mich gefoult. Ist auch eine coole Story, wenn du erzählen kannst, dass Ronaldinho dich mal in Real Life gefoult hat. Cool. Schaffen die das? Was ist das Ziel am Ende? Geil, 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 geil. Das war cool, das war cool, das war cool. Junge, es ist 2.09 Uhr morgens. Mein Hund steht da gerade vor der Tür. Anstatt zu schlafen, will er jetzt hier rein. Er wacht einfach immer auf, wenn ich rede. Will immer mit mir chillen. Alter. Junge, seit wann sind Bundeswehr-Leute so gut? Tschüss. Bro, hä? Einfach Schädel. Golasso. Bro, einer nimmt Futsal gar nicht ernst, ne? Eigentlich ist das immer Ball flach halten, der haut den einfach in den Winkel. Das war doch Futsal, oder? Ah, Futsal-Turnier habe ich auch gefühlt. Normaler Ball war schon geiler, aber Futsal war auch cool. Also Halle allgemein. Boah, das finde ich krank. Das finde ich krank, wenn man so gut ist, dass man da auf dieser Tischtennisplatte so krass Fußball spielen kann. Da hat man echt heftige Technik. Two-Touch. Was ein Schuss, Bro. Alles gut, Kleiner. Aber eins muss ich dir sagen. Du hast das falsche Trikot an. Dieses Trikot hier. Oder dieses Trikot hier. Das ist es. Das ist es. Eins, zwei oder drei, Freunde. Das ist jetzt der dritte. Ja, drei, Bro. Schon jetzt drei. Safe drei. Alter. Das war so ich gerade. Erstmal schönes Individualtraining. Das musste ich auch machen, wo ich auf dem Bayern Campus trainiert habe. Und genau diese Übung musste ich auch alle machen. Ja, ist das hier Fußball-ASMR gerade oder was?
Das ist Real Talk Fußball ASMR. Boah, der Schuss war am Ende nochmal richtig krank. Celebrating a goal, then. Dann was? Achso, celebrating a goal now. Früher einfach hochgesprungen, so gejubelt, wie jubelt man heutzutage? Achso, wegen VAR. Ja, VAR ist echt nervig, muss man echt zugeben. Digga, was machen die für lustige Videos? Und wieder der Mann mit dem falschen Trikot. Schick die mal bitte jemanden Cristiano Ronaldo Trikot, bitte. Aber ich glaube, er war auch Linksfuß, ne? Deswegen passt schon. Fake Footballers? Ja, ich schwöre, niemand, der Fußball wirklich liebt und spielt, hebt den Ball so auf. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Bevor ich den Clip gesehen habe. Ja. So, oder man nimmt den direkt hoch, dribbelt ein bisschen, hält ein bisschen hoch, macht einmal um die Welt oder was weiß ich. Bro, der hat sich einen Kreuzbandriss geholt. Der hat sich gerade einen Kreuzbandriss oder so geholt. Oder das Außenband gerissen, so wie ich mir mein Außenband gerissen habe. Aber nur, dass bei mir Pech war und ohne Gegenspieler und bei ihm war es... Oh! Mit Gegenspieler, guck mal, wie er darüber knickt. Das Außenband ist so durch. Das ist durch. Das ist bei mir zu 90% durch, bei ihm zu 100%. Der Arme. Ja, ja, Bruder, leg dich einfach hin. Du, das ist durch. Nicht der Nächste. Nicht auch noch der Nächste. Bro, das ist aber auch undankbar, wenn du gegen ihn verteidigen musst, Digga. Der will doch, dass du dir deine Beine brichst. Alter, die armen Gegenspieler. Hau rein, Bro. Geh mal nach Hause mit dem Ball. Ich war auch immer so ein aggressiver, ekliger Sechser. Ich bin nicht so der Breiteste oder so, aber ich gehe hart rein und deswegen gewinne ich dann auch die Zweikämpfe und die Leute erwarten das auch nicht. Und ich habe trotzdem einen guten Körper irgendwie, obwohl ich nicht so... Also, trotzdem bin ich stark. Ich weiß noch, ich glaube beim ersten Illigella Cup, wo ich gegen Erne gespielt habe, Erne ist ja auch sehr dünn, er hat gar nicht damit gerechnet. Ich habe ihm so krass Körper gegeben. Der Mann ist in die Bande reingeflogen. Ich habe es nicht mehr gemerkt. Und nach dem Spiel hat er mir gezeigt, dass er überall geblutet hat. Also es war sogar aus Versehen. Das ist einfach nur, weil ich so allgemein hart in die Zweikämpfe reingehe und mit Körper spiele. Und Andy ist geflogen. Das war krank. Der hat geblutet und so. Obwohl es nur Körpereinsatz war. Der ist so in die Bande geflogen. Der Arme, der tat mir danach echt leid, wo ich den Clip gesehen habe. Aber da während des Spiels habe ich es gar nicht gemerkt. Nee, sorry. Passiert. Heul nicht. Eins ist jetzt Quatsch gewesen. Das macht ja jeder Freestyler gefühlt. Okay, jetzt wird schon cool. Okay, ich hab nichts gesagt. Das war doch noch cool. Eins war cool. Mal gucken, was gleich zwei wird. Ja, Bro, aber jetzt auf jeden Fall hat zwei schon wieder gewonnen. Ohne überlegen hat zwei gerade schon wieder gewonnen. Bro, aber mies hat 2 gewonnen. Ich finde, das liebe ich. Das liebe ich, wenn die ganzen Brasilianer das immer am Strand machen. Guckt euch mal diesen zweiten Move an. Nicht den ersten, den zweiten jetzt. Den. Dieses mit Hacke und Weggucken. Das ist so geil. Das bringt immer so Spaß, sich das anzugucken. Genau das. Genau das. Genau das habe ich letztens auch mit Kollegen gemacht. Am Strand. Ich liebe diese TikToks von diesen Jungs. Ich liebe das. So, nächster von 16 Meter. Oder weil die können alle so krank schießen. Bro, beide haben Latte getroffen. Vikos 20 Meter. Ah, okay, Schuss war okay. Bruder, Boome hat auseinandergenommen. 25 Meter. Boah, geil. Wir sind bei 30 Meter angekommen. Digga, was eine Flugbahn. 40 Meter. Aus der Hand.
Lush, Bro. Okay. Tree Touch. Easy. Jetzt kommt Two Touch. Ah ne, Tree Touch erstmal noch vom anderen, von Papa. Jetzt Two Touch. Eins. Zwei. Starker Lupfer, Bro. Arminio stark. Papa. Auch nicht schlecht für Papa. One Touch. Alter, was ein Schuss von Papa. Papa Arminio auf die 1. Der arme Torwart. Wollte mies hoch, genau. Freunde, das ist durch. Das Ding ist durch. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, Freunde. Wenn ihr Part 13 sehen wollt, 1000 Likes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.